Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Agility aufs Ohr, eurem ersten deutschsprachigen Agility-Podcast. Heute gibt es noch einmal eine Ergänzungsfolge Blick über den Tellerrand. Wer die Podcast-Folge diese Woche Dienstag gehört hat, kennt ihn schon. Er ist hauptberuflich Hundetrainer mit einem eigenen Hundezentrum in Lausnitz und legt besonders viel Wert auf die Kommunikation zwischen Hund und Mensch. Es gab so viel, was er in seiner Folge an bedeutsamen Themen nur angeschnitten hat, da die Zeit uns einfach weggerannt ist. Aus diesem Grund haben wir uns dazu entschieden, diese Ergänzungsfolge mit ihm aufzunehmen, um das Ganze rund zu machen. Für alle, die seine Folge noch nicht gehört haben, hört doch einmal rein. Und an alle, die diese schon gelauscht haben, wünschen wir nun viel Spaß beim erneuten Zuhören. Danke, dass du dir nochmal Zeit genommen für uns hast. Und ich sage, schön, dass du wieder da bist, Uwe Carolus, der Caro. Hallo. Hi. Hi. Schön, dass es wirklich nochmal geklappt hat und wir waren uns ja einig, dass da wirklich noch Ergänzungsbedarf ist. Sehr gerne. Ich glaube, das haben wir ist notwendig. Vielleicht fangen wir auch mit, was du ja auch gesagt hast, euer Haupttrainingsart oder wo ihr viel drauf aufbaut, das Ganze mit dem Futter. Du hast es ja schon angeschnitten, aber dass wir da so ein bisschen mehr Licht in das Ganze reinbringen. Warum ist das Futter für euch so bedeutsam und wie baut ihr denn das Ganze so auf? Also grundsätzlich haben wir uns Gedanken gemacht, wie wir unseren Hund trainieren können, ohne dass ich strafen muss. Das ist der Ursprung dieser ganzen Geschichte. Das hatte ich, glaube ich, in der letzten Folge schon mal gesagt, dass für uns Strafe nie eine Option ist. Und dann haben wir uns Gedanken gemacht, wie könnte ich den Hund motivieren, wie könnte ich den sagen, dass er was richtig macht. Natürlich verbale Stimme. Natürlich Streicheln, natürlich Emotionen, aber grundsätzlich sind wir da ein bisschen tiefer eingetaucht und haben überlegt, wie kommt so ein Welpe auf die Welt? Und da ist es ganz deutlich geworden, dass dieses Futterverdienen das Erste, was der Hund kann, ist Futterverdienen. Der muss irgendwann nach der Geburt, jemand macht die Fruchtblase weg, die Züchterin oder die Hündin macht das selbst. Die guckt da, leckt den Welpen ab und dann ist der Welpe nicht sehend, ganz schwach hörend. Das ist nur so ein Brummen, die Ohren sind ja noch zugewachsen. Und trotzdem macht er sich dann auf die Suche nach dem besten Platz an der Milchbar. Und wenn da schon einer liegt, dann kriegt er das sogar hin, den eventuell zu vertreiben, zu verscheuchen. Und dann dockt er da an der Milchbahn. Und jeder, der schon mal so einen Welpen gesehen hat, der weiß, dass die Welpen einen Trichter formen können aus ihrer Zunge. Und dann saugen die sich da fest und dann kommen 3 Tropfen, 4 Tropfen Vormilch. Und dann geht das Futterverdienen eigentlich schon los. Der Welpe tritt und muss ziehen und saugen und gegen die Brust treten. Und erst dann kommt der Milchfluss in Gang. Und wenn der dann satt ist, dann kullert er sich zur Seite und dann... ja, sind wir glücklich. Aber vom ersten Tag an, von der ersten Stunde an, sollte der Hund schon instinktiv etwas für sein Futter tun. Dann geht es weiter. Futter, irgendwann gibt der Züchter Futter dazu, muss beifüttern. Selbst da muss er wieder zur Futterschüssel laufen. Da muss er wieder die Ellbogen nach rechts und links ausfahren. Da muss er wieder gucken, dass er sich gegen seine Wurfgeschwister den größten Teil vom Kuchen sichern kann. Und wenn er das nie tut, dann bleibt er entweder hungrig oder hat zu wenig Futter. Dieses Futterverdienen ist genetisch im Hund fixiert. Und das nehmen wir mit. Das machen wir genau so weiter. Das heißt, wir gehen 3-4 Mal Gassi mit unserem Baby, wenn es ein Welpe ist. Und dann haben wir 4-mal die Möglichkeit, unseren Hund Futter verdienen zu lassen. Das heißt, ich kann alle Handlungen betiteln, die der Hund richtig macht. Ich kann sie alle verstärken und ich kann immer Futter geben. Das läuft bei uns so ab, dass wir die Handlung betiteln, sagen, dass es super ist und dann entsprechend Futter dazu packen. Unseren Hunden gelingt das über diese 4-5 Gassigänge, dazwischen wieder Ruhe, ist vollkommen normal, ihr Tagesration Futter zu verdienen. Was man da nimmt an Futter, spielt keine Rolle. Wir nehmen grundsätzlich normales, hochwertiges, gutes Futter, kaltgepresst, was auch immer. Vom Handling her ist Trockenfutter am einfachsten. Gibt es genug Möglichkeiten, kann man abstimmen, was braucht mein Welpe, was braucht der junge Hund, was braucht der erwachsene Hund. Das Einzige, was wir zufüttern, sind Nahrungsergänzungsmittel. Die werden bei uns in dem Joghurt eingerührt. Und selbst die
kriegt er dafür, dass er was macht. Wir sind große Verfechter davon, weil wir mehr Hundhaltung haben, dass jeder Hund seinen eigenen Platz, seinen Liegenplatz bei uns in der Wohnung hat. Und diesen Joghurt, mit diesen Zusatzstoffen gibt es auf dieser Decke. Und jetzt kann sich jeder vorstellen, wenn der Hund einmal verstanden hat, wenn ich reinlaufe und der Papa sagt Decke und dann kommt er mit so einem super leckeren Joghurt, dann habe ich doch nichts Besseres als Hund zu tun, dahin zu flitzen, zu sitzen und zu warten, bis er mir das Futter bringt. Also habe ich auch diese Zusatzstoffe, die Zuschläge, wieder eingebaut, um etwas zu belohnen. Und für mich als Hundetrainer ist es extrem wichtig, den Hund zu belohnen. Ich habe so viel Spaß dabei. Ich kann so viel Freude empfinden. Wenn ich jetzt davon erzähle, habe ich Gänsehaut. So freue ich mich schon auf meine nächste Gassi-Runde mit meinem kleinen Baby oder mit meiner großen Hündin. Dieses Futterverdienen ist ein genetisch fixierter Prozess im Hund. Und den behalten wir bei. Wir finden zum Beispiel, dass wenn ein Hund diese Futterschüssel, meist ist es ja zur pünktlichen Uhrzeit, morgens oder abends oder morgens und abends, das Futter hingestellt kriegt, vielleicht dann auch Sitz macht, vielleicht auch noch das Herrchen oder das Frauchen anschaut und dann guten Appetit gesagt kriegt, das ist uns zu wenig. Futterverdienen ist ein Grundelement einer artgerechten Hundehaltung und so sehen wir das. Und dieses Wort artgerecht sollte man sich einfach mal zerlegen. Da steht schon mal drin, dass es eine Art ist, nämlich die Rasse Hund oder der Beutegreifer, bei uns ein domestizierter Beutegreifer. Dann wollen wir dem Hund gerecht werden. Ja, wir suchen immer nach Beschäftigungsmöglichkeiten. Da gibt es so ganz lustige Sachen, so Intelligenzspielzeuge für den Hund. Ja, es wäre schön, wenn mein Hund erstmal zuhören könnte, das macht, was ich sage, und dann können wir immer noch über Intelligenzspielzeuge reden. Wir suchen immer nach Beschäftigungen, aber den Alltag vernachlässigen wir dabei ganz schnell. Deswegen sagen wir, lasst die Hunde euer Futter verdienen oder das Futter verdienen, was die brauchen, und ganz schnell lernen die Hunde euch zuzuhören, ohne dass ich schimpfen muss. Vielleicht als Beispiel, ich war diese Woche bei einem Rottweiler-Welpen. Das erste Mal, die Familie hat so ein bisschen angerufen, hat gesagt, boah, der zwickt immer und der beißt immer und der hängt mir in der Klamotte und der zerrt und der gräbt die Pflanzen im Garten aus. Und dann habe ich gefragt, wie kriegt denn der Hund sein Futter? Ja, ganz pünktlich. Morgens 8, mittags 12 und abends 17 Uhr. Ich sage, und was macht der Hund dafür? Ja, nix. Was soll der dafür machen? Und dann haben wir das Ganze mal erklärt und dann haben die gesagt, okay. Wenn der sein Futter verdienen darf, hat der ja parallel dazu eine geistige Beschäftigung. Er kriegt die Belohnung für richtiges Verhalten und er wird satt dabei. Und jetzt ist es ganz einfach, wie in der freien Natur. Wenn der Hund die richtige Jagdstrategie anwendet, hat er Jagderfolg, belohnt sich selbst, sind wir wieder beim Eigenlernen oder beim selbstbelohnenden Lernen. Deswegen bauen wir das Futter ein, egal in welche Situation. Ob wir Babys haben, Welpen haben, Junghunde haben oder ob wir erwachsene Hunde haben. Das ist gleich, fressen müssen sie alle. Und dieses Futterverdienen ist uns extrem wichtig. Und dann kann ich einfach auch mal sagen, wenn der Hund was falsch macht, okay, die Futterhand bleibt einfach geschlossen. Das war jetzt nicht der richtige Weg. Das ist das sogenannte Schlüssel-Schloss-Prinzip, was wir haben. Verhalte dich richtig, hab Erfolg. Bist du richtig, bekommst du Futter. Bist du falsch, ist die größte Strafe, die du kriegen kannst, dass die Futterhand geschlossen bleibt und du nichts bekommst. Also wird der Hund selbstständig nachdenken, wie er wieder Futter auslösen kann. Das hat er schon beim Züchter in der Welpenkiste gelernt. Das hat er bei seiner Mama gelernt. Und jetzt kann ich einfach hingehen und kann einfach belohnen. Und belohnen ist so was Schönes. Aber um das mal vielleicht richtig zu stellen, das ist nicht so, dass ihr mit Futterentzug straft, sondern einfach den Hund dazu anregt, selber Genau. nachzudenken, wie kommst du denn an das Futter? Und du kriegst auch nochmal die Chance. Nicht, wenn du einmal was falsch machst, dann gibt es den ganzen Tag kein Futter, Nein, das ist sondern auf dann keinen bleibt Fall. halt jetzt momentan in dieser Genau, ich Situation, die sage zu meinem Futterhand Hund, dass er geschlossen. sich im Alltag zum Beispiel setzen soll, führe dabei auch die Futterhand in so einer Bewegung aus und wenn er das nicht macht, weil er da zu einem anderen Hund schaut, dann ist das okay. Aber für diesen Moment bleibt die Hand geschlossen. Und das kann man dann absichern über ein Geschirr und eine kleine Leine, dass er dann jetzt zu einem anderen Hund hinrennt und spielt. Da können wir dann vielleicht noch mal ein bisschen sprechen, wie wir Junghundaufbau betreiben. Dann bleibt die Hand geschlossen. Ich sperre meinen Hund über die Leine. Ich sage nie nein. Ich sage nie lass das. Ich sage nie hör auf. Ich warte einfach. Und irgendwann merkt er, aha, ich bin an der Leine. Ich kann da nicht zu dem anderen Hund hin. Und dann wird er sich umdrehen, mich fragen, warum geht das nicht? Dann sage ich, wieder sitz oder setz dich hin.
Und wenn er es macht, paff, jawohl, richtig, toll. Und wir versuchen immer zu jedem Stück Futter eine Verknüpfung zu erstellen mit einem sogenannten Zauberwort. Prima, klasse, richtig, toll, gut gemacht. Das Einzige, was wir versuchen zu vermeiden, ist dieses Wort fein. Warum, wenn ich mal fragen darf? Nein, ähnelt dem Wort fein. Und die meisten Hunde, die zu uns kommen, kennen das Wort Nein bis zum Erbrechen. Wie war dieser Witz, wo jeder kennt, hallo, mein Name ist Nein, Genau. als Hund? Ja. Also das Nein und das Fein ist uns zu ähnlich. Deswegen sagen wir auch nie Nein im Training. Wenn wir da mal sagen, dass der Hund soll das nicht, dann ist es, kann nur als von meinem jungen Hund sprechen. Dann sage ich einfach, das machen wir nicht. Und dann guckt die mich an und dann rufe ich die wieder zu mir. Und so reicht das ganz sanft, dass ich dieses Binden an mich übers Futter verdienen herstellen kann. Und dann kommt noch was dazu, warum wir gemeinsam mit dem Hund das Futter verdienen lassen, weil wir sind ja Kumpanen. Wir gehen gemeinsam raus und dann macht mein Hund Pipi, das bezahle ich mit Futter, dann sage ich tolles Pipi, dann geht mein Hund, macht der einen Haufen, dann sage ich, oh, boah, hast du einen tollen Haufen gemacht und dann macht meine Hündin jetzt aktuell zweimal Pipi, einmal Pipi, Haufen Pipi, beides mal bezahle ich und dann kommt die und sagt, so, Herrchen, was kann ich für dich tun, was darf ich für dich machen, hast du Lust mit mir jagen zu gehen und dann sage ich, okay, wir jagen heute, warten. Und dann setzt sie sich hin oder steht still neben mir, das soll einfach nur die Position halten. Und dann sage ich, oh, jetzt machst du es richtig super Futter. Und dann kommt der Hund über diese Wiederholungen immer dazu, dass Zuhören für ihn persönlich lohnenswert ist. Weil trotz, dass wir so ein im Rudelverband lebendes Lebewesen haben, ist es trotzdem ein gnadenloser Egoist. Also der Hund hat einen wichtigen Trieb und das ist Selbsterhaltung. Und Selbsterhaltung gehört ja ganz, ganz viel dazu. Da gehört Aggression dazu, da gehört Futterverdienen dazu, da gehört Defensivsein dazu. Da gehört dazu, sich im gesunden Rudel anzuschließen. Und das bieten wir dem Hund, indem wir sagen, komm, wir gehen gemeinsam jagen. Wenn du dich richtig verhältst, haben wir gemeinsam Jagderfolg. Und dann hat der Hund auch einen Ausgleich. Wenn mein Hund vom Training nach Hause kommt, egal ob es der Große oder der Kleine ist, dann sind die müde. Dann sind die aber nicht körperlich erschöpft, sondern die sind geistig müde und geistig erschöpft, weil sie sich konzentriert haben. Und in der Regel lernen wir immer erst Alltag, bevor wir dann in irgendeine Sportrichtung gehen und sagen, jetzt möchte ich, was weiß ich nie, Begleitprüfung laufen. Da gibt es vielleicht noch was dazu zu sagen, dieses Futterverdienen nutzen wir immer an den Punkten, wo wir die größte Veränderung wünschen. Das ist bei uns zum Beispiel so, wenn ein Hund kommt, der schon ein, zwei, drei, manchmal auch vier Hundeschulen hinter sich hat und trotzdem nicht so funktioniert, wie wir uns das wünschen oder wie der Besitzer sich das wünscht, dann kann ich den Hund nicht mehr strafen und ich will den auch nicht strafen, weil die kennen meist schon alles. Die kennen Leinenruck, die können lautes Nein, die kennen davor stellen, die können dominieren, die können nonverbale Kommunikation, kennen die schon alles. Und trotzdem gelingt es uns, diese Hunde wieder in unsere Richtung zu lenken, indem wir sagen, hey, hör doch mal einfach zu, mach das, was ich sage und bekomme eine Belohnung dafür. Und diese Belohnung ist bei uns nie ein High-End-Leckerchen. Also Wiener Würstchen, Käsewürfel, Lachshaut, etablierte Hunde, Futter, Leckerchen, Trainingshappen etc. pp. Diese Sachen, die ich gerade aufgezählt habe, die sind für uns Medizin. Okay? Wenn ich wirklich ein Problem habe, dann nehme ich Medizin. Aber in meisten Fällen reicht das normale Futter. Und das ist der Ursprung dieses Futterverdienstbeginn in der Welpenkiste, ist beim rumänisch-griechischen Straßenhund so, der muss zusehen, dass es sich irgendwas zum Sattmachen verdient, findet, sucht, stöbert, riecht und dahinlaufen von A nach B, um halt was zu kriegen. Ein schönes Beispiel für dieses Futterverdienst, ich habe in Kundenkreis einen Pferdebesitzer. Jetzt fragt sich wahrscheinlich jeder, was hat der Pferdebesitzer mit dem Hundtraining und Futterverdienen zu tun? Dieser Pferdebesitzer hat einen großen, großen, großen Auslauf für seine Pferde, riesig. Und der hat aber keinen Stall. Der hat ein Stück da als Wald, da können die Pferde, wenn es regnet, unterstehen. Der hat oben auf dem Berg das Heu, das fährt er jeden Tag mit dem Traktor oder jeden zweiten Tag da hoch. Und am anderen Ende vom Berg ist es so ein Bachlauf und Wasserquelle. Also, wenn das Pferd im Trockenen stehen will, muss es
ungefähr gefühlt jetzt für mich 2 Kilometer laufen und kann im Trocknen stehen. Wenn es Hunger hat, muss es am Berg, zum Berg hochlaufen, muss dort fressen. Und wenn es wieder Durst hat, läuft es auf die anderen. Der hat nie kranke Pferde. Der hat in seiner Herde keinen Stress. Weil die Pferde ja artgerecht beschäftigt sind. Was die ja, wenn das Wildpferde wären, ja auch machen würden. Und so sehen wir das. Wir wollen versuchen, so artgerecht wie möglich zu beschäftigen. Und bevor ich strafe oder schimpfe, gebe ich lieber Futter. Und Futter verdienen löst halt immer diesen Selbstlerneffekt aus. Und der Hund belohnt sich genau in dem Moment richtig. Und dann kann ich eine Erwartungshaltung schaffen. Ich kann sagen, super gemacht und muss aber nicht gleichzeitig Futter geben, aber mein Hund kommt in ein Gefühl, wo er weiß, es ist richtig. Und jemanden zu sorgen, wenn er was richtig macht, ist viel, viel schöner als zu strafen. Um das aber nochmal ganz deutlich zu machen, ihr lockt die Hunde nicht mit Futter, sondern ihr gebt ihnen eine Aufgabe, bewältigen sie diese Aufgabe oder dieses gewünschte Verhalten, in Anführungsstrichen dieses Jagen jetzt zusammen, was auch immer das sein mag, ein Sitzen, Warten, das wird dann über das Futter noch verstärkt belohnt und nicht, dass ihr ein Leckerli nehmt vor die Nase und da einen Sitz jetzt einfordert. Das führt halt zum Erfolg. Wir machen Folgendes, wir versuchen mit jedem Hund so kleinteilig wie möglich anzufangen und die Übung zu erklären. Gibt es eine Überschrift für, zerlege die Übung in so kleine Teile wie möglich, damit der Hund das dann wieder zusammensetzen kann. Also das heißt zum Beispiel, nehmen wir mal das Herkommen, ich rufe meinen Hund, das heißt, ich habe vorneweg Futter in der Hand. Dann rufe ich meinen Hund zu mir, habe 3, 4 Stück in der Hand. Das erste Stück kriegt er sofort fürs Herkommen. Da dockt er an der Hand an und dann kriegt er 1. Dann sage ich warten. Dann wartet der und hofft auf das 2. Stück Futter, kriegt das wieder. Und das 3. oder 4. Stück Futter, das zeige ich ihm. Dann sage ich, lauf, du kannst wieder gehen. Das ist das Versprechen darauf, beim nächsten Ruf habe ich noch 1. Und das kann ich dann irgendwann ausschleichen lassen. Selbst unsere alten Hunde haben einen totalen Spaß dran, wenn die sich ihr Futter verdienen dürfen. Die freuen sich darauf. Das ist denen ihr Lebensinhalt. Wenn ich mit meiner Hündin Pferden gehe, dann freut die sich, dann weiß die schon, wenn wir auf dem Feldweg, da, wenn das so Auto so rumpelt, dann dachte ich, oh, heute darf ich wieder Pferden gehen, weil sie ja wieder Futter findet. Und deswegen sagen wir grundsätzlich, der Hund muss bei uns nichts tun. Der Hund will es tun. Das haben wir für uns umformuliert. Und wenn der Hund einen Sinn darin sieht, mir zuzuhören, dann wird er extrem verlässlich. Und ich kann auf Strafe verzichten. Das heißt nicht, dass wir nicht mehr korrigieren, wenn da was schief läuft. Aber wir müssen viel, viel weniger Korrektur einsetzen, weil der Hund ja grundsätzlich eine positive Stimmung hat zu mir, weil er sagt, wenn ich dem Herrchen zuhöre, dann lohnt es sich für mich. Das ist wie bei uns. Wir gehen ja auch arbeiten in meisten Fällen und machen das ja, aus dem Grund, dass wir unseren Lebensstatus halten können. Und wenn es dann so wird wie bei mir, dass der Lebensstatus gehalten werden kann und die Arbeit noch so viel Freude macht, ich glaube, dann ist man ganz, ganz nah am Paradies. Das ist sehr schön formuliert. Würdest du sagen, dass ihr auch mit diesem Futter verdienen so, ich nenne es jetzt mal blöd, eine Rudel-Anarchie schafft, so dass ihr sagt, okay, ich kann dir das Futter, sieht man ja doch oft in dem Rudel. Da gibt es so den Alpha-Rüden und der bestimmt ja schon auch so ein bisschen, wer geht an das Fleisch und wer geht da nicht hin. Oder nimmt er sich erstmal zurück und lässt die Schwächeren fressen oder sagt er jetzt, nee, er hat jetzt Hunger und dann geht jetzt mal niemand ran. Würdest du sagen, dass man das auch damit kombinieren kann? Das kann man machen, aber es gibt bei uns nur einen Rudelführer. Es gibt den weiblichen und den männlichen bei uns. Und der hat immer 2 Füße. Klar, aber das meine ich ja damit, dass ihr so eure Position euch ein bisschen erarbeitet, ja, von der Genetik her. Grundsätzlich ist es ja, wer bestimmt in einem intakten Rudel, wann, wie, wo, welche Beute gemacht wird. Es ist eindeutig einer aus der Führungsetage. Mhm. Und jetzt gebe ich halt vor, was wir jagen. Und wenn das Jagen halt heißt Fusi laufen oder sitzen oder warten oder liegen, dann heißt das Jagen so in dem Moment. Und dann fangen die Hunde an zuzuhören. Sie haben also immer eine positive Verbindung zu meinem Kommunikationslevel. Das heißt, wenn ich mit dem Hund rausgehe, dann machen die ihr Geschäft, dann sage ich, geht Pipi machen, geht Pullern, ich kann nur mit 2, 3 gehen, das ist kein Problem. Und trotzdem haben die Hunde, unsere Hunde Namen und dann kann ich sagen, was weiß ich, meine große Hündin heißt jetzt Phoebe. Phoebe, komm her. Und dann kriegt die ein Futter. Und wenn das Baby jetzt mitkäme, würde sie keins kriegen, weil sie habe ich ja nie gerufen.
Und dann kann man das Futter zum Steuern einsetzen und dann ist gemeinsames Jagen überhaupt eine ganz, ganz wunderbare Sache, um den Hund entsprechend auszulasten. Und wird die Kleine dann ignoriert einfach? Ja. Oder also auch kein Kommando, dass es falsch gemacht Nein. hat oder sonst was, sondern es wird Die hat einfach ja nichts falsch ignoriert? gemacht. Sie war ja nur neugierig und hat mir ihre Lust gezeigt, mit mir was zu schaffen. Was ich mir denn mit den erwachsenen Hunden dann machen, wenn wir zu zweit gehen, dann sagen wir immer erst dem ersten Hund, dem Großen, der das schon kann, Phoebe zum Beispiel, warte. Dann wartet die und dann rufe ich Baba Yaga zu mir. Und dann kann man das so steuern. Und dann lernt, das ist das Schöne, die Kleine von der Großen. Und dann adaptieren die das so, weil die sehen ja schon, dass ihr Rudelmitglied übers Zuhören wieder Erfolg hat. Und im schlimmsten Fall ist es so, dass die meisten Leute kommen zu uns, weil sie Probleme bei Hundebegegnungen haben. Und da ist es wieder ganz deutlich, wenn ich dort Nein sage oder schimpfe, dann kann ich das zeitweise unterdrücken, dieses zum Hund hinwollen, warum auch immer. Die meisten Hunde wollen ja nur spielen. Die kommen aus einer Welpenspielstunde, dann sind sie irgendwann zu alt, zu groß, dann wird es eine Junghund-Laufgruppe, dann, und jedes Mal kommt der Hund in Erregung, wenn der einen anderen Hund sieht, oh, jetzt ist wieder Party. Unsere Hunde lernen das im Welpenbereich schon ganz anders. Unsere Hunde dürfen auch mit anderen Hunden laufen, aber die suchen wir aus. Unsere Hunde dürfen auch mit anderen Hunden laufen, aber wir schalten sie frei. Wir sagen, jetzt darfst du gehen. Und bei unseren großen Hunden ist es so, wenn die dann wirklich mal laufen können, weil uns der andere Hund sympathisch ist, wir den kennen vielleicht, dann gehen die hin, schnüffeln zweimal und dann kommen die wieder zu uns. Die wollen eigentlich gar nicht da sein. Die wollen da gar nicht so viel toben, spielen, machen, weil die sagen, warum, was soll ich mit dem? Ich kann mich dann benehmen, kann mich sozial kompetent verhalten, das ist alles okay. Ich muss beiß den nicht, ich lasse den einfach in Ruhe und der lässt mich in Ruhe, dann ist es so ein gutes Nebeneinander. Aber Fokus, es liegt immer bei uns. Dann kommen wir über dieses Futterverdienen auch zum Blickkontakttraining. Das ist eine ganz, ganz wichtige Geschichte. Dann haben wir relativ schnell, fangen wir an, dass die Hunde uns ins Gesicht schauen, unsere eigenen. Also wir haben in zwei Händen Futter. Könnte beispielsweise eine Schlechtwettervariante sein. Ich sitze da am Stuhl, nicht gerade am Tisch, sondern irgendwo, rufe mir meinen eigenen Hund, den Hund, mit dem ich trainieren will, her. Die anderen warten und dann habe ich beide Hände am Schoß liegen und dann sage ich, warte. Und dann irgendwann will der Hund das Futter und überlegt, welchen Schlüssel muss ich jetzt in welches Schloss stecken, damit das Herrchen mir Futter freigibt. Und dann kommt relativ schnell dieses Fragen zustande. Das heißt, der Hund würde mich anschauen mit großen Augen und dann sage ich, super, und gebe ein Futter. Und dann lernt er, oh, wenn ich den anschaue, dann ist das cool. Und wir sagen aber auch dazu nicht schau. Viele Hunde, Trainer sagen schau. Der Hund wird so lange sich mit was anderem beschäftigen, bis ich wieder sage schau. Wir wollen, dass Hund uns was anbietet. Und dann sollte er auch beim Gassi gehen doch mir anbieten, wann er was machen will. Und dann kann ich einsteigen. Dann weiß ich schon mal von der Grundstimmung her, der Hund ist bereit. Wenn ich immer schau sage, dann macht mein Hund so lange Schnüffeleien oder guckt sich andere Hunde an oder läuft spazieren, bis ich wieder schau sage, ich möchte gerne einen Hund haben, der sagt, hey, ich habe Lust auf dich. Lass uns Spaß haben, lass uns was verdienen, gib mir einen Job. Was darf ich für dich tun? Und dann haben wir natürlich den besten Draht zum Hund, weil er genau für seine richtige Leistung bezahlt wird. Und bezahlen und belohnen ist für uns immer wieder was ganz, ganz Schönes. Habt in der letzten Folge gesagt, lobt euren Hund für jeden guten Moment, den ihr spürt. Das vergessen wir immer. Es ist nicht alltäglich, gute Momente zu spüren. Das verlernen wir, weil wir es irgendwann als normal erachten. Für meine große Hündin, die ist jetzt 7, ist es nicht normal, wenn die kommt, dass ich das einfach akzeptiere. Der sage ich genauso, dass sie toll ist, dass sie klasse ist, dass es die beste schwarze Schäferin der Welt ist. Und dann fühlt die sich auch so und dann hat die auch Lust und Freude. Da brauche ich nicht schreien, da brauche ich nicht laut rufen oder bestimmend rufen, komm her. Die lauert ja bloß auf den Moment aus dem Augenwinkel, bis ich sage, hey Mausi, zu mir. Ja, juhu, dann darf ich wieder. Und das ist halt unser Plan. Ob das für jeden Hund passend ist, weiß ich nie. Ob das für jeden Hundebesitzer passend ist, weiß ich nie. Ich weiß, dass es funktioniert. Und wir machen das schon ein paar Tage mit der Hundeschule. Wir haben uns geschworen, wir tun niemandem was an und wenn es nicht über Futter geht, dann geht es irgendwann über Futter. Es gibt den Moment, wo der Hund
kein Futter nimmt. Das wird jeder erleben. Je höher das Stresslevel des Hundes ist, egal ob positiver Stress oder negativer Stress, irgendwann sagt der Hund, das ist mir jetzt zu viel, ich habe jetzt keine Zeit für Essen. Das ist kein Problem. Dann kann ich, wenn ich geschickt bin, die Dosis reduzieren vom Stress. Ich kann Abstand halten und kann ihm darüber wieder sagen, hey, guck mal, da vorne ist der andere Hund, den kannst du sowieso nicht leiden, das ist ein blöder Rüde, denn der gefällt dir nicht, der hat dich schon dreimal angebellt, wir lassen jetzt mal 10 Meter mehr Abstand und wenn du dich da entspannst, dann gibt es wieder ein Futter und dann gehen wir 1 Meter näher und dann sind es halt keine 10 Meter Abstand mehr, dann sind es 9. Und so kommen wir dann irgendwann dazu, dass der Hund auch Hunde akzeptiert, die er eigentlich gar nicht mag. Und mir kann keiner sagen, dass jeder Hund mit jedem Hund können muss. Wir brauchen ja bloß mal durch eine größere Stadt, durch die Fußgängerzone laufen. Dann kommen uns 3, 4 Leute entgegen, die sehen sympathisch aus, die lächeln, die riechen gut, die sind total nett. Auch wenn man jetzt mit dem einen Kaffee trinken wird, wird bestimmt ein schöner Nachmittag. Und dann kommt einer, wenn der mich nach meiner Uhrzeit, Uhrzeit fragt, dann ist es nur meine gute Kinderstube und meine Erziehung, dass ich dem nie sage, dass ich ihn nie leiden mag. Also Erziehung ist bei uns was anderes als Ausbilden. Und Erziehung kommt immer vor dem Ausbilden. Das ist wie bei unseren Kindern, ist ähnlich. Wir erziehen erst unsere Kinder und dann werden die Diplom-Ingenieur, Flugzeugpilot, dann werden die Friseurin, was auch immer. Wozu sie eigentlich Lust und Spaß haben. Deswegen entscheiden wir für das Training, für uns erstmal Alltag. Der sollte so gut wie möglich sein, der sollte verlässlich sein und da belohnen wir jeden Augenblick. Aber gibt es nicht auch Hunde, die zum Beispiel, jetzt nehmen wir nur als Beispiel das Warten und jetzt lobst du verbal, ohne jetzt ganz hoch in der Stimme, du sagst fein gemacht und ganz viele Hunde sind doch dann so, dass die, also kenne ich jetzt tatsächlich einige, die würden sich sofort wieder hochschaukeln, ja, also und würden dieses Warten auflösen. Ist es dann okay oder was? Wie arbeitet ihr mit Hunden, die so ganz schnell sich von einem Lob aktivieren lassen? Wir loben immer situativ angemessen. Und gerade so, wie du es vorgemacht hast, mit dem Feinwarten, würde ich nie tun. Ich nehme meine Stimme ganz runter, werde ganz leise und zwar ganz gut warten. So ist schön. Wenn ich mein Lob zu hoch steuere, dann flippt fast jeder Hund wieder aus und sagt, jo, jetzt habe ich es aber richtig gemacht. Passt aber doch gar nicht zu der Situation warten. Und warten muss man vielleicht nochmal erklären. Warten heißt für uns nicht eine Position halten. Warten heißt für uns, bleib an Ort und Stelle. Ob du da sitzt, liegst oder stehst, ist mir völlig gleich. Die Aufgabe heißt warten. Such dir eine bequeme Position aus. Wenn wir das Warten länger machen, legen unsere Hunde sich automatisch hin und sagen, warum soll ich hier rumstehen? Ich kann mich auch legen. Aber wir loben immer situativ angemessen. Jetzt würde mich ganz kurz an der Stelle deine Meinung interessieren, weil im Agi, wir sind halt einfach ein Agility-Podcast, ist ja so, dass du die Startposition, muss der Hund ja auch warten, du positionierst dich nach der ersten Hürde oder nach der zweiten, wo auch immer du stehen willst und dann gibst du den Hund frei. Und mit diesem Warten hat fast jeder Hund ein Problem. Die meisten robben sich vor. Weil es nie bezahlt wird, Miri. Ah, okay. Also nicht, weil die Position vielleicht für den Hund unangenehm ist, vielleicht will er nicht liegen, stehen. Er will ja in die Arbeit, okay? Ja, genau. Aber es ist niemand auf den Gedanken. Jetzt bin ich kein Aggie-Mensch, okay, muss man dazu sagen. Ich kann aber adaptieren, zum Beispiel auf den Beginn der Fährte oder auf den Beginn des Schutzdienstes, weil ich IGP-Sport mache. Also wenn mein Hund weiß, es ist Schutzdienst, dann läuft er da rein und will beißen. Aber der hat auch da wieder gelernt, übers Zuhören kommt er zum Beißen. Beste Beispiel wäre, den Hund da zu parken, in dieser Position und dann vielleicht 4, 5 Mal im Training hinzugehen und ihm das Parken zu bezahlen. Und da kann ich eine Handvoll Futter nehmen, sagen, warte, lauf wieder auf meinen Hund, bezahl das wieder. Das könnte im Idealfall vielleicht sogar eine externe Person machen. Wer das auch immer tut. Im Idealfall macht es auch der Hundeführer, also man kann da immer steuern. Aber dieses Warten, dieses in der Position bleiben, der Hund hat immer 2 Wege. Das gleiche habe ich, wenn ich meinen Hund in die Fährte schicke. Beim Fährten besteht unser Sport aus 3 Elementen. Das ist einmal das Suchen an sich, einmal der Zuweg zur Fährte mit Anmelden und das Abmelden, der Wegweg, also das Zurückgehen von einer Fährte und die Gegenstände. Okay, und wer schon mal Fährten gesehen hat, weiß, dass das eine der artgerechtesten Beschäftigungsmöglichkeiten für den Hund ist. Und diese 3 Punkte versuchen wir in eine Form Dreieck zu pressen.
Das heißt, dieses Dreieck soll immer parallel sein. Also das Pferden muss dem Hund genauso wichtig sein wie das An- und Abmelden. Das An- und Abmelden sollte dem Hund genauso wichtig sein und genauso bezahlt werden wie der Gegenstand. Und der Gegenstand sollte genauso gleichwertig sein wie das Pferden. Also so dieses Dreieck schwebt dann eigentlich in der Luft. Und je höher ich das treibe, umso exzessiver wird mein Hund dann diese Übung ausführen. Auch das Bezahlen. Also mein Hund kriegt die gleiche Menge Futter fürs Ranführen an die Fährte und fürs Wegführen wie auf der Fährte. Mein Hund kriegt die gleiche Menge Futter am Gegenstand wie auf der Fährte und wie beim Ranführen. Dem wird nie was wertiger gemacht, sondern der sagt, okay, wenn ich jetzt hier warten soll, das ist kein Problem, Papa bezahlt. Wenn ich dann suchen darf, ist es auch schön, weil da liegt Futter auf der Fährte. Und wenn ich zum Gegenstand komme, ist es noch viel schöner, weil dann kommt er und bringt mir wieder Futter. Aber das ist immer gleichwertig. Also der Hund hat nie ein Problem, wenn der auf so einen Startschuss wartet. Er hat ja immer einen zweiten Weg. Die Möglichkeit besteht, dass ich zurückkomme und ihn bezahle oder dass ich ihn in die Arbeit schicke. Den Hund da zu maßregeln oder ihn, ja, ich sag mal, zu schimpfen, wenn er da unruhig in der Position sitzt, wird nicht erfolgreich sein. Problem ist, der Hund will in seinen Job, der will beim Agility da rennen, toben, springen, zuhören, der will in Action. Aber dieses Ruhige kann ihm doch genauso wertvoll sein wie das, wie der Action. Das haben wir ganz oft im Alltag, wenn Hunde miteinander spielen dürfen. Wenn Hunde miteinander spielen dürfen, freuen die sich, weil die gleich von der Leine können. Dann klickt der Karabiner und was machen die dann? Sind sie los. Unsere Hunde klickt der Karabiner auch und dann kriegen die Futter. Dann kriegen die nochmal Futter. Dann kriegen die vielleicht sogar nochmal Futter. Und dann haben wir einen Blickkontakt trainiert und dann fragen die uns und dann kann ich entscheiden. Schicke ich? Darfst du Spaß haben? Darfst du dich mit deinen Artgenossen beschäftigen? Oder bleibst du bei mir? Und das ist dem Hund genauso viel wert. Weil er weiß, er kann seinen Ressourcenhaushalt auffüllen. Für uns ist immer beides wichtig. Die Hunde müssen zu jeder Zeit für uns wissen, was wir verlangen, ist immer toll, weil wir bezahlen es ja. Und wenn man das ausführlich und gründlich macht, dann kommt man am Ende des Tages auf die gleiche Menge Futter, die man sonst zwei- oder dreimal in der Schüssel geschenkt hätte, für einmal hinsetzen. Und wenn man es wieder aus der Natur das Beispiel sieht, ist, wie viele Schritte sind notwendig, um irgendwo erfolgreich jagen zu können. Dazu gehört eine Rudelstrategie, dazu gehört Teamarbeit, dazu gehört clever sein, schlau sein. Da kann es auch mal sein, dass ein Jagen an sich in die Hose geht. Dann lernt der Hund ja wieder was daraus. Nämlich, dass er auf der Wiese zu früh gebellt hat, weil er den Hasen nie gekriegt hat. Also würde er irgendwann überlegen, leise zu sein. Und besser zu jagen. Der Hund soll lernen, seine Jagdstrategie anzupassen. Das heißt, wenn ja mein Hund hibbelig ist, mache ich nichts, da warte ich einfach. Und irgendwann, und wenn das manchmal bei recht anstrengenden Hunden oder Hunden, die anstrengend erzogen wurden, kann das manchmal 20 Minuten dauern, bis der Hund sich runterfährt. Das haben wir in jedem Gruppentraining. Also unser Hauptthema besteht, wenn wir Familienbegleithunde ausbilden, in dem Beibringen der Akzeptanz, dass andere Hunde da sind, dass die existieren. Der Hund würde das Problem gleich lösen. Der würde hinrennen und sagen, entweder du oder ich. Und meistens haben die dann schon Kampferfahrung und dann raufen die halt und irgendwann gibt es einen Verlierer. Aber dieses Tolerante, das können die meisten Hunde nicht. Einfach auszuhalten und zu akzeptieren, ja, da ist ein Hund, den mag ich nicht, warum auch immer. Ich habe als Welpe mit einem großen schwarzen Hund eine negative Erfahrung gemacht. Oh, da tut mir vielleicht wieder weh. Oder ich bin schon mal von einem weißen Hund gezwickt worden. Das war mir unangenehm. Ich möchte nicht, dass der in meiner Nähe ist. Aber wir sagen, wenn du das aushältst, ist das kein Problem, weil wir zahlen das Aushalten. Und dann habe ich eine Möglichkeit ohne Strafe. Wenn ich in so einer Situation, gerade bei Hundebegegnungen, extrem aggressiv reagiere oder mein Hund sehr, sehr dominant behandle, haben wir die Erfahrung gemacht, dass der Hund lernt, offen gezeigt, Aggression löst Probleme. Der Hund wird sich mir dann unterordnen, weil er es muss. Ich lebe es ihm aber vor, dass ich offen gezeigt, Aggression Probleme aus der Welt schafft. Ich sage sie mir.
Hey, ich bin jetzt böse zu dir, du bist falsch, 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 nein, 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 hör auf damit, hör auf damit, hör auf damit. Okay, dann hört er auf und gibt irgendwann auf. Und dann lernt er, okay, wenn ein anderer Hund in der Nähe ist, kriege ich mit meinem Herrchen oder mit meinem Frauchen Stress. Also wird er noch viel früher in diese Situation kommen, wo er sagt, okay, wenn dieser blöde andere Hund da reingekommen wäre, dann hätte ich jetzt mit meinem Frauchen gar keinen Stress oder mit meinem Herrchen gar keinen Stress. Deswegen halten wir das aus, deswegen gibt es da bei uns ein spezielles Trainingsprogramm für, wo Akzeptanz und Toleranz einfach nur gelernt wird. Und wenn die Hunde dann einmal den Schlüssel gefunden haben, dann sind die wissbegierig und sagen, hey, da gab es ja Futter für, der andere Hund, der will ja gar nichts von mir. Und so kann man an dieser Toleranzschraube drehen. Und ich glaube, in der heutigen Zeit ist Toleranz was ganz was Schwieriges. Das können wir Menschen kaum. Wir sind ja immer irgendwo neidisch oder reagieren unangemessen, bloß weil einer was besser kann. Ich kenne so viele aktive, gute Hundesportler, die wirklich erfolgreich ihre Hunde führen. Die haben nicht die besseren Hunde. Die trainieren einfach besser. Vielleicht ein bisschen genauer, vielleicht ein bisschen häufiger. Aber deswegen bin ich doch nicht neidisch. Da gucke ich eher hochachtungsvoll dahin und sage, boah, was kann ich mir da stehlen? Was kann ich da von dem übernehmen? Und genauso ist es beim Hund. Wenn der Hund einen guten Weg zu seinem Ziel findet, dann ist er immer zu favorisieren. Super interessant und mal so eine ganz andere Denkweise, wie man sonst einfach oft hört. Ja, wir kommen halt grundsätzlich nochmal, bei uns muss kein Hund hungern. Wir haben ganz am Anfang, als wir das Trainingssystem, das hat sich auch entwickelt, haben wir immer das versucht zu erklären. Und dann kam bei manchen Kunden raus, ja, der Hund darf nichts mehr zu fressen kriegen. Das ist ja nie richtig. Der Hund kriegt so viel, wie er sich verdient. Der Hund darf so viel fressen. Das kann auch mal sein, dass zum Beispiel mein Baby die doppelte Menge von der Arbeit, von der Ration abends bekommt. Das kann mal sein, dass sie bloß die Hälfte davon bekommt, weil sie halt gesagt hat, okay, das andere interessiert mich jetzt mehr. Okay, da habe ich kein Problem mit. Dann ist der Hase wieder im Bau verschwunden. Aber dieses Futterverdienen ist grundsätzlich für uns das der rote Faden, die Leitlinie, der Weg durchs Leben. Nochmal vielleicht ein anderes Beispiel, wenn so Tiere in zoologischen Einrichtungen gehalten werden. Da gibt es mittlerweile Zoologen, die haben das studiert, die machen sich den ganzen Tag Gedanken darüber, wie können die beschäftigen. Jetzt wird keiner auf den Gedanken kommen, einen Pavian an die Leine zu nehmen und den Gassi zu führen. Die gehen spazieren und dann sind die wieder glücklich. Nein, da wird immer, es dreht sich immer um Selbsterhalt, es dreht sich immer um Futter. Ob das jetzt ein Papagei ist, ein Ara, wenn der nie glücklich ist und seine Lebensumstände so sind, dass es nie artgerecht ist, dann wird der sich anfangen, die Federn auszureißen. Wenn es in irgendeinem anderen Rudel, Verband, Horde, Herde, was auch immer, keinen Inhalt gibt, warum die leben, dann werden die Aggression gegen sich entwickeln. Das ist bei Löwen, das ist bei Tigern, das ist bei Hyänen so. Und da gibt es studierte Zoologen, die machen sich extrem viele Gedanken, wie können die verwahrten Tiere einigermaßen beschäftigt werden. Nur wir Menschen gehen hin und sagen, okay, mein Hund braucht um 7 Uhr Futter, der braucht um 12 Uhr Futter oder um 18 Uhr Futter. Und wenn es ihm nicht schmeckt, das ist das überhaupt nicht schlimm, dann gibt es noch Futterzusätze, da wird man noch einen Quark drüber gemacht, dann machen wir noch Fleisch darüber und dann fängt mein Hund mich an zu erziehen. Dann steckt er den Schüssel in den Kopf und sagt, nein, das möchte ich heute nicht. Ich hätte gerne wieder einen Quark obendrauf. Und dann laufen wir los, sind ganz fleißig, oh, mein Hund frisst schlecht und dann machen wir Quark obendrauf. Und dann muss man sich die Frage stellen, wer wen erzieht. Anderes Beispiel mit Futter verdienen ist Auto ein- und aussteigen. Viele Kunden kommen zu uns und sagen, der Hund steigt schlecht ins Auto ein. Vielleicht fühlt er sich nicht wohl beim Fahren, vielleicht ist der Kofferraum zu groß, vielleicht ist die Box zu klein, vielleicht war er mal zu lang drin als Welpe, vielleicht fühlt er sich nicht wohl. Okay, wir legen Futter in die Box beim Herausnehmen des Hundes. Und dann gehen wir trainieren oder Gassi oder was auch immer. Das heißt, wir kommen zurück und es ist schon was deponiert. Dann wird mein Hund etwas finden, wenn ich ihn hineinhebe oder reinspringen lasse. Dann wird er sagen, hey, da liegt ja schon was im Auto. Wenn ich mich hinstelle und sage, der Hund soll einsteigen und er verweigert sich, dann greife ich in meinen Hosensack, lege das Futter da rein und dann springt der Hund dem Futter nach. Das kann ich machen, aber das muss ich dann immer machen. Weil sobald das Futter
nicht mehr von mir sichtbar da reingelegt wird, wird der Hund nicht mehr einsteigen. Weil da entstehen wieder Lernketten und die Lernkette heißt, leg du doch erstmal Futter rein, dann steige ich auch da ein. Da sind wir wieder bei dem Punkt, wer trainiert wen? Also ich habe keine Lust, dass mein Hund mich trainiert. Das macht er sowieso. Machen die immer, weil die gucken ja schon süß und wer ist dann geneigt mit dem Streicheln und mit dem Komm her, ach du bist so süß. Das passiert schon. Aber zumindest was das Futter betrifft und was den Inhalt, des Tagesinhalt des Hundes betrifft, versuchen wir einfach über Zuhören Futter zu regenerieren beim Hund. Wenn man jetzt mal weiterdenkt, ist ja eigentlich auch, wenn der Hund dafür arbeitet, sind ja auch so Sachen, das finde ich jetzt für mich jetzt auch beruflich wieder ganz interessant, übergewichtige Hunde und so. Das entsteht ja dann eigentlich gar nicht so, weil der Hund immer etwas dafür arbeitet. Sei es beim Spazierengehen, er macht Positionen, das verbraucht ja alles mehr Energie und Muskeln, als wenn der Hund jetzt einfach dran sitzt und dann aus seinem Futternapf schlappert. Ne? Also vielleicht kann man wirklich ja auch in die Richtung dann, wenn viele sagen, naja, der kriegt kaum Futter und trotzdem nimmt das so arg zu und so. Klar kann man da über das Futter dann streiten, aber auch einfach, dass es sich verdient, verbrennt ja viel mehr Energie. Verbrennt mehr Energie, aber ich glaube, die Hunde, die übergewichtig sind, sind die fleißigsten, wenn sie das Futter so verdienen, wie wir es propagieren. Wie ihr es ja, aber das ist ja sehr wenig, sage ich mal, der Fall. Und genau. Ich denke auch, genau. Ganz Futter, wenige haben davon gehört. Ja, man gehört. Muss sich einfach mal überlegen, was haben wir denn, was ist der Hund an sich von der Grundstruktur für uns? Und wir, das spreche ich jetzt wirklich nur für mich, ist es ein domestizierter, im Rudelverband lebender Beutegreifer, der genetisch fixiert eine Lebensaufgabe hat. Und die heißt, sich selbst so gut wie möglich durchs Leben zu bringen. Das heißt, wenn da nie kein Mensch dafür sorgen würde, dass der was zu fressen kriegt, dann würde der Hund halt lernen, okay, ich muss selber aktiv werden. Ich muss selber testen, Jagdstrategien entwickeln. Gucken, wie komme ich am besten durchs Leben. Und wenn der dann mal Jagdstrategien hat, dann würde er die doch schlecht verwerfen. Vielleicht kann ich das an einem Beispiel festmachen. Wir haben vor kurzem, ich glaube 4 Wochen, eine Kundin, 7. Hundeschule. Letzter Versuch. Mein Hund hat Panik. Der Hund mag keine Radfahrer. Die fängt da an, wenn sie ihm zu dicht sind, zu jagen. Aber ansonsten hat er Angst davor. Tierschutzhund, alles okay. Dann habe ich mich mit der Kundin einmal an einem Radweg getroffen, wir haben das einmal analysiert und dann sind wir da stehen geblieben. 2 Stunden. Und immer wieder kam Radfahrer und wir haben ihm immer wieder Futter angeboten. Jetzt, nach 4 Wochen, rief die Kundin mich an und hat gesagt, Caro, der Hund liebt Fahrräder, der kommt jedes Mal zu mir automatisch und zeigt mir das Fahrrad an, weil er weiß, dass er sein Futter kriegt. Diese Variante ist mir viel, viel lieber als zu strafen. Weil bei so einem Panikhund, bei so einem Stresshund, habe ich doch gar keine Chance über Einwirkung, heißt es glaube ich früher oder hieß es früher, etwas zu erreichen. Der Hund hat ja schon Stress ohne Ende. Also wenn ich, egal was ich da tue, es wird immer den Stress multiplizieren. Also haben wir Abstand gewählt zum Radweg, sodass der Hund einigermaßen an der kritischen Grenze war. Und mittlerweile sitzt die direkt an der Parkbank und die Radler am Elberadweg in Dresden fahren da vorbei. Und der Hund sagt, da kommt wieder einer und schaut das Frauchen an und sagt, boah, jetzt kriege ich wieder mein Futter. Das Einzige, was wir verlangen, ist halt, dass man tapfer ist und abends sich nicht erweichen lässt, dann was zu geben. Dann hat dieses Trainingsmodell keine Chance. Also wenn ich draußen sage, ich habe zwar dein Futter mit, ich nehme jetzt keine Leckerchen mehr, gebe aber den Rest vom Tagessalär trotzdem in der Schüssel, dann hat das dieses Modell keinen Wert. Und wenn ich merke, mein Hund hat zu wenig, dann muss ich überlegen, wo kann ich das Futter gewinnbringender für mich einsetzen. Also wenn der zum Beispiel, bleiben wir mal bei dem Hund, der mit dem Fahrradfahren so Stress hat, wenn ich dem sage, okay, du mit dem Fahrradfahren hast du Stress, aber dafür kannst du gut Sitz und Platz zu Hause in der Wohnung und ich da das Gros hinschaffe, dann wird der nie eine Veränderung beim Fahrradfahrer herbeiführen. Der wird immer sagen, okay, das ist ja nicht schlimm. Ich muss zwar immer noch für mein Futter arbeiten oder soll immer noch für mein Futter, aber Platz und Sitz, das kann ich in der Wohnung hervorragend. Das geht super, da habe ich keinen Stress. Und dann immer dahin, diese Ressource Futter, diese Ressource Zuwendung, diese Ressource Körperlichkeit, da, wo ich die meiste Veränderung wünsche. Und das ist halt manchmal schwierig für den Hundebesitzer zu verstehen. Aber wenn man einmal diesen Sprung geschafft hat, dann ist es wirklich wunderbar. Also dann sind die Hunde folgsam
Und dieses Futter verdienen hört ja nie auf. Also unsere Hunde lernen ja immer. Und Futter verdienen ist ja immer wichtig. Oder hört jemand auf, seinen Hund mit 1,5 Jahren zu füttern, weil er kann ja jetzt schon alles. Ich glaube nicht. Hoffentlich nicht. Ich glaube auch nicht. Und wenn man mal den Wolf nimmt, was man jetzt schwierig vergleichen kann, immer Wolf und Hund, aber der ist 1,5 Jahre, sein Rudel schmeißt ihn raus, weil die nächste Generation nachkommt. Der kann jetzt jagen, der kann sich benehmen, der weiß, wie er sich zu verstecken hat, der kann das alles. Und jetzt macht er es einfach nicht mehr. Ja, dann wird das irgendwann zu Ende sein. Mhm. Und wir füttern unsere Althunde sehr, sehr gerne in der Schüssel, das ist kein Problem. Aber die haben so weit verinnerlicht, dass das Zuhören immer erfolgsversprechend ist, wenn die uns zuhören. Und dass die sich für eine Handvoll Kekse immer noch total viel Mühe geben. Und dann einen Tagesinhalt haben und Spaß haben. Und wenn ich sehe, wie mein Hund sich freut, wenn er gleich zum Pferden darf, oder wie mein kleiner Hund sich im Einkaufszentrum verhält und sich relativ schnell für so einen 17 Wochen alten Mali da runterfährt und hinlegt und sagt, Papa, okay, ich kenne das schon im Einkaufszentrum, da liege ich immer neben dir unter deinen Füßen, das ist okay. Und dann kann ich halt bezahlen. Der Hund wird immer irgendwo mich brauchen und wir gehen gemeinsam jagen. Das ist Inhalt dieses Trainingssystems. Und das ist kein Problem, mal das Futter nicht zu geben. Der Hund, Wolf, freilebende Straßenhund, hat auch nicht jeden Tag den Jagderfolg. Da kommt niemand und fängt die Wölfe bei uns ein und sagt, jetzt müssen wir den Wolf wiegen, dann müssen wir die vom Tierarzt vorgeschriebene Menge Futter zurechtmachen, dann geben wir ihm das in der Schüssel und dann darf er wieder gehen. Das ist immer dieses Lohn-Leistungs-Prinzip. Und wenn man das vielleicht ein bisschen macht, dann kann man von sich behaupten, dass man artgerecht mit seinem Hund umgeht. Du hast das vorher schon einmal angeschnitten und uns neugierig gemacht. Was verändert sich dann bei euch im Junghundeaufbau? Alles. Der Hund macht alles freiwillig. Der Hund macht alles, alles, alles aus Motivation heraus. Der ist wissbegierig, der ist zuverlässig. Also ich habe jetzt, meine Hündin ist 17 Wochen alt, die Kleine. Die kennt jetzt mache ich IGP-Sport, die kennt jetzt aus der Unterordnung im IGP-Sport bis auf das Springen und Abortieren. Jede Übung. Die kennt Fusilaufen an der Futterhand. Damit kann ich meinem Hund die Position übers ganz normal, wahrscheinlich kennen das viele, die Position des Fusilaufens beibringen. Die kennt Sitz, die kennt Platz, die kennt Stehen, die kennt Voraus, die läuft wie ein Verrückter um so ein Stäbchen rum. Wenn ich ihr sage, die kennt aber auch das Warten vom Stäbchen. Die kennt Tempowechsel, die kennt Menschen, die kennt Gruppe, die kennt alle Übungen, bis auf das, wie gesagt, das Springen und das Abortieren. Alles bauen wir über Futter auf. Und jetzt hat der Hund in seiner Prägezeit einfach schon diese Sachen kennengelernt. Es gibt aus unserer Sicht 3 relevante Buchstaben im Leben des Hundes. Das ist jedes Mal das K wie Konrad. Das erste K steht für Kennen, das zweite für Können und das dritte für Kontrolle oder Korrektur. Kennt ein Hund eine Situation, heißt das noch lange nicht, dass er sie kann. Also muss ich sie üben. Kennt mein Hund eine Situation, kann er sie irgendwann können. Und wenn er sie irgendwann kann, dann kann ich sie irgendwann abrufen. Und dann darf ich auch mal sagen, jetzt, genau jetzt machst du das, was ich dir beigebracht habe. Aber dieses Kontrollieren oder Korrigieren brauchen wir ganz, ganz selten, weil unsere Hunde ja immer wollen. Die müssen ja nicht. Und wenn ich jetzt höre, mein Hund muss Sitzübung machen, dann sage ich immer für mich innerlich, mein Hund muss keine Sitzübung machen. Mein Hund will die machen, das findet der da cool. Wenn ich da Fuß laufe und dann Sitz sorge und der seinen Poppes an den Boden schmeißt, dann findet er das super, weil er hofft ja wieder auf Bezahlung. Und jetzt sind wir beim Thema Prüfung, Hundesport, genauso wie im Thema Alltag, dieses Hoffen auf Bezahlung ist das wichtigste Grundelement. Der Wolf geht ja nie jagen. Oder der rumänische oder griechische oder wo auch immer her Straßenhund bewegt sich ja nie ohne Antrieb. Und jetzt reden wir immer von Trieben beim Hund. Aber das Wichtigste, Trieb ist ja kein anderes Wort für Motorantrieb. Das ist halt uns wichtig. Und wir haben halt einen verlässlichen Hund, der Antrieb hat, mit uns gemeinsam was zu erreichen. Und das kann ich beim Resozialisieren wieder einfangen. Das kann ich beim Junghundaufbau nehmen, das kann ich mit jedem Erwachsenenhund beginnen. Und wenn ich ihn nur beschäftigen will,
Wir wollen, dass der Hund mit uns gemeinsam Beschäftigung findet. Da gibt es so ganz coole Sachen wie Schnüffelteppich oder sowas. Das ist eine nette Geschichte, aber das würden wir nie praktizieren, weil der Hund macht es für sich. Oder Futter in der Wohnung verstecken. Würden wir auch nie tun. Wenn wir Futter verstecken, dann immer im Behältnis, in einem Gefäß. Manche Kunden machen das bei mir. Die haben so Zielobjektsuche zum Beispiel. Das ist eine ganz, ganz tolle Geschichte, wo die Hunde extrem viel machen müssen und wollen und dann auch ihre Befriedigung finden. Und eure Philosophie ist aber, dass selbst wenn der Welpe nicht so aufgebaut ist und jetzt kommt ein Anführungsstrichen Problemhund, was auch immer Problemhunde sind oder wie die betitelt werden, kommt zu euch, ist jetzt 7 Jahre alt, hat 7 Jahre nur aus der Futterschüssel gefressen. Ja. Dann kann auch ich den umstellen. Ja, weil motiviert lässt sich jeder. Das ist sogar bei den etwas reiferen Hunden relativ einfach. Wir merken ganz, der Hund hat ja Lebenserfahrung, okay? Der Hund lebt ja in der Vergangenheit, aus seinem Erfahrungsschatz und im Jetzt und Hier. Morgen lebt er noch nie in diesen Gedanken, den wir haben, was passiert morgen, das hat der Hund nie. Also wird er aus seinem Erfahrungsschatz ja herausnehmen, das lohnt sich für mich, das lohnt sich für mich nicht. Das ist effektiv, das lohnt sich für mich weniger. Und dann kann diese erwachsenen Hunde sind meist schnell, viel, viel schneller zu begeistern als ein Baby. Baby ist immer noch, oh, das ist neu und das ist neu und da kommt ein neuer Reiz und das Vögelchen kenne ich jetzt noch gar nicht und dann sind wir an einem Grundstück vorbeigelaufen, wo es Hühner gibt, bei uns gibt es Schafe und Ziegen. Für unsere Hunde ist die Schaf und Ziege normal. Mhm. Hühner musste ich trainieren gehen. Also Ausflug ins Wildgehege war geplant mit meinem Hündchen, um ihr es einfach zu zeigen. Aber der Erwachsenenhund nimmt einfach viel, viel seriöser wahr, was ihm wirklich nutzt und was ihm nichts nutzt. Das ist der Plan. Also wir haben ganz oft die Frage, ja, kann man mit dem Hund denn überhaupt noch trainieren? Und jetzt ist es wie bei uns, je älter wir werden, umso klarer sind wir im Kopf und wissen, was gut und was schlecht für uns ist. Und das ist beim Erwachsenenhund auch so. Also wir haben wirklich hochaggressive Hunde, die mit Maulkorb gehen müssen, die wirklich bös gemacht worden sind, weil sie halt immer wieder daraufhin trainiert wurden, wenn ich mich äußere, wenn ich mir sage, eine Situation gefällt mir nicht, kriege ich Stress und Ärger. Und dann beantworte ich Stress mit Stress und das kann nie, nie die Lösung sein. Immer, wenn du richtig bist, dann belohne ich dich. Vielleicht hilft es noch den ein oder anderen Zuhörer, so ein Beispiel, was wieder gar nichts mit Hundeausbildung oder Hundeerziehung zu tun hat. Ich war mal eingeladen zu einem Jazzkonzert. Jetzt ist Jazz, wer mich kennt, nie wirklich meine Musik. Okay, Höflichkeit, gut erzogen, geht mal halt mit. Und dann hat diese Jazzband da gespielt und das war auch nett. Und dann war plötzlich die Bühne komplett dunkel. Die Band spielte ihre Melodie komplett im Hintergrund und der Solist war mit einem Spot beleuchtet. Dann hat er da sein Solo Posaunen, trompetet, was auch immer sie für Instrumente dabei hatten. Und dann hat er sein Solo beendet und dann war der nächste, das Orchester oder die Band wieder weitergespielt und dann war der nächste Solist dran. Und dann habe ich gedacht, die Musik gefällt dir nicht wirklich. Aber so funktioniert Hundeausbildung. Das, was ich haben will, muss ich beleuchten. Das, was in den Vordergrund muss, das muss ich wichtig machen. Die Band hat man ganz unterschwellig immer noch gehört, aber der Fokus des Zuhörers oder Zusehers war komplett bei dem Solisten. Und so nehme ich mir halt jede Übung einzeln raus und mache die wichtig. Und irgendwann spielt das Orchester wieder zusammen oder die Band wieder zusammen und dann ist es wieder coole Mucke. Cooles Beispiel. Also dieses Fokussieren ist halt für uns so wichtig. Und viele wollen, ja, mein Hund zieht an der Leine, mein Hund kommt nie, wenn ich ihn rufe, mein Hund zerfrisst die Möbel zu Hause, mein Hund macht dies falsch, mein Hund macht jenes falsch. Die sehen immer nur das Schlechte, was der Hund gut macht, sehen die nie. Aber die sind auch nie bereit, ihm das zu zeigen. Nein, der Hund zieht an der Leine, was macht man landläufig? Man sagt ihm, dass er langsam gehen soll. Kann man machen, wir machen das anders. Wir sagen, wenn du an lockerer Leine bist, dann ist es super. Dann haben wir auch überhaupt keine Schmerzen, dann im ganzen Spazierweg halt wirklich zu loben, wenn er was richtig macht. Das machen wir mit jedem unseren Hund. Wir sagen jedes Mal, wenn der Hund was richtig macht, dass es richtig ist. Ob es dann perspektivisch immer Futter gibt,
Das ist dahingestellt. Aber die Erwartungshaltung bleibt und es bleibt das wohlige Gefühl, genauso wie wir uns wohlfühlen. Wenn wir unserem Hund sagen, dass er was richtig macht, fühlt sich doch auch unser Hund. Unser Hund ist 24 Stunden mit uns. In der Regel. Der kennt uns in- und auswendig. Der weiß, wie wir ticken. Der weiß, wenn ich jetzt da vorne eine Hundebegegnung habe, oh, jetzt fängt Papa wieder an zu schwitzen. Oh. Wenn der Hund näher kommt und ich wieder sage, geh weg, du blöder Hund, dann fängt der da oben an zu schreien. Okay, wenn der Hund nie gekommen wäre, hätte ich keinen Ärger gekriegt. Der Hund kann uns doch lesen. Und wenn ich da aber cool stehe und sage, hey, da ist dein Futter, wenn du raufen magst, versuch's doch. Im schlimmsten Fall habe ich die Leine in der Hand und du erreichst damit nichts. Und dann kann der ausprobieren. Versuch und Fehlversuch kennen wir, glaube ich, alle. Ja. Und dann gibt es halt so Lernbrücken und Lernketten. Ich sage immer gerne, es sind Rezepte. Was würde ich machen, wenn es mein Hund wäre? Und das ist die Grundaussage, die bei mir jeder Kunde bekommt, jeder Hundebesitzer bekommt, der mich fragt, wie ich es machen würde. Immer aus dem Blickwinkel, dein Hund ist mein Hund. Das ist unser Plan. Und da ist halt Futter verdienen, ja, ganz, ganz wichtig. Aber da muss der Mensch ja schon sehr viel an sich arbeiten, weil es ja doch etwas sehr Ungewohntes für uns ist. Wie du sagst, man nimmt es ja für selbstverständlich, dass der Hund dann halt nicht an der Leine zieht und setzt da jetzt vielleicht nicht den Spotlight da drauf, ne? Dann auch dieses Futter mitnehmen, geben. Ja. Also ich glaube, das ist schon viel Arbeit auch an sich selber und das muss man Es ist wirklich viel wollen. Arbeit zu erklären am Anfang. Am Anfang finden unsere Kundengespräche kaum, dass ich, wir machen ein Blind Date. Das heißt, ich treffe mich mit dem Kunden, der sagt, ich hätte gerne eine Verbesserung. Dann gucke ich mir den Ist-Zustand an. Dann laufen wir eine Runde Gassi. Der Besitzer macht im Idealfall alles wie immer. Dann laufe ich wieder mit nach Hause. Der Hund nimmt mich mit nach Hause als Fundstück der Woche. Hatte ich, glaube ich, schon mal erklärt. Ja, genau. Und dann reden wir und dann erkläre ich, warum das so wichtig ist, dass man ihn belohnt. Dass viele Hunde, ganz, ganz viele Hunde so viel richtig machen und wir es aber als normal abhaken. Und wenn ich eine Veränderung will, muss ich mir das Wichtigste an erste Stelle rücken. Und das heißt zum Beispiel, wir haben bei jedem Kunden, versuchen wir so eine Wunschliste zu erstellen. Ich frage dann immer, oder manche schreiben es auch auf, was stört euch am meisten? Wo sagt ihr, da wollt ihr am frühesten, am schnellsten eine verlässliche Veränderung haben? Und dann darf jeder aus der Familie das sagen, was er gerne hätte. Und dann suchen wir aus diesen Punkten einen gemeinsamen Punkt raus. Und das ist der erste Punkt, wo wir schaffen. Und wenn wir diesen Punkt repariert haben, dann nehmen wir den Punkt 2. Und dann kann es sein mit dem Punkt 3. Und zwischendurch frischen wir mal wieder die 1 und die 2 auf. Also es ist immer ein gemeinsames Lernen von Hund und Hundebesitzern. Und da ist ja Über jedem eigentlich auch was anderes wichtig, oder? Und deshalb ist, glaube ja. ich, Das das ist ja dann Wichtigste ganz individuell. rauszufinden, genau, was einem selber halt wichtig ist, auf was man da sich fokussieren möchte, Aber wie gesagt, daran dann zu arbeiten. wir haben so drei heilige Kühe bei uns. Das ist einmal dieses Warten, das pflege ich jeden Tag bestimmt 20 Mal. Wir haben dieses Komm her. Und wir haben das einigermaßen entspannte an der Leine gehen. Alles andere kann jeder für sich entscheiden, was er mit seinem Hund möchte. Wenn einer, wir haben einen Hund in der Hundeschule dabei, der heißt bei uns der Hund der 1000 Tricks, ist eine Labradorhündin, ist mittlerweile 10 Jahre alt, ist gekommen mit 6 Monaten, war extrem jagdlich ambitioniert, also die stammt auch aus einer wirklichen jagdlichen Zucht. Die hat schon mit 5 Wochen mit einer Wildschweindecke gespielt. Also das komplette jagdliche Vorbereitungsprogramm für einen Jäger perfekt, für eine Familie eher weniger. Und denen haben wir gesagt, wir können dem Hund das Jagen nicht nehmen, das ist ihm genetisch fixiert, wir können es aber umformen. Und deswegen hat die Familie gesagt, okay, Leine gehen, normaler Alltag ist zu wenig für den Hund, der Hund bedarf mehr. Okay, was können wir machen? Wo haben wir Lust zu? Und jetzt ist es die Hündin der 1000 Tricks. Also wenn im Zirkus mal keine Tiere mehr erlaubt sind, dann kann der Kunde sich eine rote Nase auf die Na stecken und dann macht er mit seinem Hund eine halbe Stunde Vorführung und man sieht keinen Trick doppelt. Aber dieser Hund ist happy. Der kommt nach Hause und sagt, ich war zwar nie jagen und habe kein Reh, kein Hase und kein Wildschwein, aber ich habe mich glücklich gemacht, indem ich meinem Herrchen zugehört habe. Und dann hat er wieder sein Futter verdient, letztendlich nichts anderes als jagen. Und der Hund kommt nach Hause und ist extrem entspannt, weil er ja sein Bedürfnis befriedigt bekommt. Lass uns einmal kurz bei dem Jagen bleiben. Wo setzt ihr da an? Ich denke, das ist doch auch immer wieder für einige so
Thema, ein leidliches beim Spazierengehen. Befriedigt den Hund bis nur, wenn er Tricks macht? Oder was verändert ihr jetzt gerade mal? Ist am Spaziergang, der Hund ist an der Leine, es kommt Hase, Reh, was weiß ich, vorbei, Hund will danach. Wie trainiert ihr solche Situationen? Verlassen uns da in der Regel nicht auf den Zufall. Wir gehen da in den Wildpark. Okay. Als erstes, bevor ich überhaupt mit irgendeinem Training beginne, egal was es ist, muss ich die Belohnbarkeit des Hundes herstellen. Es hilft mir nichts, wenn der Hund nie belohnbar ist und ich dann in den Wildpark gehe und sage, jetzt musst du mal aushalten, dass da Rehe sind. Der wird sich da unendlich hochschaukeln. Das tut er eh schon, aber er findet kein Ventil. Wir brauchen zu jedem unerwünschten Verhaltensmuster ein besseres für den Hund. Und jetzt brauchen wir eine Vorbereitungszeit, Woche, anderthalb, zwei, bis der Hund verstanden hat, dass es Futter nur noch vom Frauchen oder vom Herrchen gibt, aus der Hand zu essen. Und dieses aus der Hand essen können auch viele Hunde nicht. Die wissen damit einfach gar nichts anzufangen. Das muss man denen irgendwann mal beibringen, dass es Futter aus der Hand zu nehmen gibt. Dann gibt es dann wieder die ganz Verrückten, die schlingen die ganze Hand mit runter und man braucht bei jedem Training fünf Pflaster. Das ist dann wieder ein bisschen eine Techniksache. Aber grundsätzlich, wenn der Hund sich belohnen lässt, dann können wir erst ins Training einsteigen. Bis dahin kann es sein, wir reduzieren den Hund auf Grundstück oder kleine Spaziergänge. Und erst wenn der Hund belohnbar ist, dann nennen wir es auch Training. Jagen zum Beispiel kann man gegensteuern, wenn man solche Trainingssituationen schafft, um Zeit zu haben. Ich kann jetzt nicht dem Reh im Wald sagen, bleib mal bitte stehen, ich muss mal schnell mit meinem Hund trainieren. Das Reh hat nämlich den gleichen Sinn und Verstand wie mein Hund. Das sagt, pass mal auf, da kommt ein Beutegreifer, der will mich fressen, ich bin mal weg, weil suizidgefährdet ist da keiner von denen da draußen. Deswegen ist es schwierig, sowas bei einem normalen Spaziergang zu trainieren. Deswegen nennen wir es wieder Training und wir gehen dann bewusst in die Trainingssituation. Das könnt ihr vielleicht auch aus dem Agility, dass ihr dann sagt, okay, jetzt ist Training, jetzt haben wir unser Vorbereitungsritual, jetzt haben wir unseren Trainingsplatz und dann machen wir dieses Gerät oder dieses Gerät oder dieses Gerät. Ich arbeite an der Wendung oder am Tunnel oder was auch immer. Ich gucke, dass mein Hund wirklich jede Kontaktzone trifft. Und genauso auch bereiten wir dieses Anti-Jagd-Training vor. Aber ich kann den Hund nicht bestrafen, wenn er dann jagt. Ich kann ihn sperren. Wenn ich ihn das Jagen bestrafen wollte, da gibt es ja mannigfaltige Möglichkeiten, technischer Art, wird der Hund immer wissen, dieses Hilfsmittel ist dran. Und wenn es dann irgendwann die Leine ist, das auch, der weiß dann ganz genau, okay, die Leine ist dran, jetzt ignoriere ich das Reh. Aber morgen Nachmittag auf der Spazierwiese, da weiß ich ganz genau, da macht der Papa wieder die Leine ab und jetzt hole ich alles noch und dann renne ich einfach mal blöd über die Wiese, weil ich hoffe dann irgendwo, und wenn es ein Schmetterling ist, den ich jagen kann, den jage ich dann und dann fühle ich mich wieder wohl. Der Hund ist ja nur bestrebt nach seinem genetischen Veranlagung, nach seinem Kopf zu denken. Der will mit mir gar nicht sein, wenn ich ihn nicht dazu überrede. Und dann kommen wir und strafen. Natürlich, der Hund wird dann immer nur unter diesem Deckel der Strafe funktionieren. Das sieht man ganz oft beim Fußlaufen, wenn wir dann Fuß sagen und der Hund weiß, wenn ich jetzt weggehe, so wie bei meinem ersten Hund aus dem ersten Podcast, der ist dann Fuß gelaufen, aber der ist nie Fuß gelaufen, weil er das wollte, sondern weil er gesagt hat, okay, für mich ist besser, wenn ich lieber Fuß laufe, bevor der Herrchen mir da den Kopf runterreißt. Aber das ist nur unser Plan. Unser Plan ist zu belohnen, gute Momente zu finden. Geht auf eine Reise, sucht gute Momente. Und immer, wenn ihr das Gefühl habt, euer Hund ist korrekt, euer Hund ist richtig, sagt es ihm doch einfach. Und dann kann man ja verknüpfen. Toll gemacht, Futter. Der Klassiker, vielleicht nochmal als Beispiel. Wir rufen unseren Hund. Der Hundeführer ruft seinen Hund, der Hund kommt relativ flott, von mir aus gerne. Dann rechte Tasche, linke Tasche. Oh nein, warte, wo habe ich's? Ah ja, Hosentasche. Futter, Sitz, 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 Futter. Für was hat der Hund Futter bekommen? Sitz. Nein. Mich dabei zu beobachten, wie ich nach Futter in den Taschen suche. Verknüpfungszeit vom Hund 0,6 Sekunden. Also habe ich doch klar, schlauerweise erst das Futter in der Hand. Und dann rufe ich meinen Hund. Dann kann ich das Herkommen belohnen.
Und dann kommen wieder die Situation, ich mache es so wie in dem Beispiel beschrieben. Und immer wenn ich mir ein Tempo aus der Tasche hole, ist mein Hund da und erwartet Futter. Das ist jetzt, glaube ich, ein bisschen am Thema vorbeitrainiert. Deswegen zuhören ist immer der Schlüssel zum Erfolg. Und das muss ich meinem Hund beibringen. Und da spielt es keine Rolle, wie alt der Hund ist. Wenn der Hund belohnbar ist, können wir ihn ins Training integrieren. Wenn der Hund belohnbar ist, kann er lernen, andere Hunde zu akzeptieren. Wenn er belohnbar ist, wird er gerne zu mir freudig zulaufen. Wenn er belohnbar ist, wird er verlässlich warten, weil er ja wieder belohnt wird. Und ich glaube, wenn ich will nicht zu viel sagen, aber die erfolgreichen, auch Hundesportler, arbeiten alle nach diesem System. Ob die jetzt immer unbedingt Futter nehmen, weiß ich nicht. Aber die arbeiten alle über dieses Hoffnungsschieben, über dieses Hoffen auf die nächste Situation. Und das sieht man, wir hatten jetzt am Wochenende wieder zwei Kunden unserer Hundeschule zu einer Prüfung geschickt. Und die haben eine tolle, tolle Prüfung gelaufen, obwohl kein Futter da ist. Aber wir haben bis zum Tag der Prüfung mit Futter trainiert. Und der Hund ist einfach nebenher gelaufen und gesagt, ich bin doch richtig. Das muss doch irgendwann sich für mich lohnen. Und dann haben wir so eine Strategie, dass wir auch nach der Prüfung den Hund bezahlen. Und dann lohnt sich's wieder. Also es muss sich immer lohnen. Der Hund macht nichts, was sich für ihn nie lohnt. Und deswegen sind wir auf die Geschichte mit dem Futterverdienen gekommen. Und nochmal für alle, die das versuchen wollen, bitte nehmt keine Leckerchen. Leckerchen, es ist Medizin. Euer Hund wird euch wiedererziehen und sagen, für Trockenfutter laufe ich nicht Fuß oder komme nicht zu dir, aber für den teuren, guten französischen Käse, dann lasse ich mich überreden, dann komme ich. Aber nur, wenn du den hast und nie den billigen da von irgendeinem Discounter. Ich hätte den schon aus dem Delikatessengeschäft. Nein, überspitzt dargestellt, aber grundsätzlich, ihr trainiert eure Hunde und ihr seid jederzeit in der Lage, eure Hunde zu belohnen, wenn ihr die Situation erkennt. Wahnsinn, Caro, die Zeit rennt schon wieder. Wir haben schon wieder einige Minuten auf dem Kasten. Liegt dir denn noch irgendwas besonders am Herzen, was du mitgeben möchtest oder noch ergänzen möchtest von deiner ersten Folge? Also, die erste Folge war ja so ein bisschen, wie bin ich zum Hund gekommen? Wie läuft das mit den Assistenzhunden? Da kann man mich jederzeit persönlich fragen, wenn man da eine Frage hat. Dann kann man mir eine E-Mail schreiben, mich anrufen, jederzeit, wenn man da Richtung Assistenzhund was wissen möchte. Zu dieser Folge möchte ich gern noch sagen, wenn das auch am Anfang extrem schwer ist, auch emotional schwer sein Hund, dann halt nichts aus der Schüssel zu geben. Für diese Leute kann ich zwei Dinge empfehlen. Ich habe Kunden, da schreibe ich mit einem Edding in die Futterschüssel, leer, du hast ein Ziel. Einfach so als Motivation. Für die anderen, die das nochmal live sehen wollen, gibt es bei uns ein Seminar, Workshop, Theorieabend, wie man das auch immer nennen möchte. Manchmal mit Hund, manchmal nur die Theorie und mit Frage-Antwort-Stunde. Das heißt dann, wer will was von wem? Mit dem Untertitel Der Goldfisch im Hundenapf. Jetzt hört sich das natürlich wieder lustig an, der Goldfisch im Hundenapf, hahaha. Nein, wir müssen uns überlegen, was tue ich in den Napf, was gebe ich da rein und was macht mein Hund dafür? Und wenn der Hund das große Glück hat, das Futter zu verdienen, dann ist der auf jeden Fall auf dem Weg, ein glücklicher Hund zu werden. Und ein glücklicher Hund ist nur der, der was für sein Futter machen darf, weil es wieder aus unserer Sicht seinem Naturell entspricht. Deshalb, viele Hunde sind nicht glücklich, weil die alle Ressourcen zur Verfügung haben. Und da haben wir heute noch nie gesprochen über Spielzeug in der Wohnung, über Spielzeug im Training, über Motivationsgegenstände im Training. Spielzeug ist Beute. Wer bestimmt, wann, wie, welche Beute wo gemacht wird. Der Hund, der das Plüschtier zum Papa auf die Couch bringt und der Papa es wieder wirft. Einfach mal drüber nachdenken und wenn jemand eine Frage hat, ich bin jederzeit bereit und gebe immer freien Herzens Auskunft und hoffe, dass für den einen oder anderen was dabei war, der mal drüber nachdenkt, ob das so Sinn machen könnte. Wir haben für uns beschlossen, dass das Sinn macht und wir wissen, dass es erfolgreich ist. Und die Hunde kriegen ganz ausreichend Futter. Die haben nie, 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 wenn sie es verstanden haben, das Problem, dass die hungrig sind. Die haben immer Lust zum Schaffen. Und wenn jemand motiviert ist, seine Arbeit zu machen, dann ist er vielleicht irgendwann so wie ich.
Das ist doch ein sehr schöner Abschlusssatz. Caro, ich bedanke mich an dieser Stelle nochmal, dass du dir die Zeit genommen hast. Ist ja auch einfach nicht selbstverständlich. Und das nochmal alles erklärt hast und uns eine weitere tolle Folge geschenkt hast. Danke dafür. Freue mich, dass ich was erzählen durfte. Vielen Dank und an alle Zuhörer. Viel Spaß beim Ausprobieren. Genau. Viel Spaß und ich denke, wenn Fragen sind, du hast ja auch schon selber gesagt, darf man sich gern an dich wenden oder sogar mal ein Seminar besuchen. Gerne, jederzeit. Dann habt noch einen wunderschönen Tag. Danke gleichfalls. Tschüss. Ciao.